Kaiser von China hat nach dir gefragt. Er will dich singen hören. Du sollst heute Abend zu ihm kommen. Heute Abend zu ihm kommen? Mit dem größten Vergnügen. Am Abend war das Schloss prächtig geschmückt. Wände und Fußböden glänzten beim Schein von 1000 Goldlampen. Und in der Mitte des großen Saales, wo der Kaiser saß, hatte man einen Goldstab hingestellt. Auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Sie kam durch das Fenster geflogen und sang so wunderschön, dass dem Kaiser Tränen in die Augen kamen. Es ging recht zu Herzen. Der kleine Vogel sollte nun bei Hofe bleiben. Er bekam einen goldenen Käfig mit Diamanten und Rubinen und jeder, der sich ihm nahte, musste einen tiefen Diener machen.